Das antike Forum in Rom, Zentrum der einstigen Supermacht. Im Jahr 71 nach Christus hallen die Mauern von einer tosenden Siegesfeier wider. Soldaten des römischen Feldherrn Titus schleppen Trophäen aus dem eroberten Jerusalem durch die Stadt. Prunkstück der Beute? Der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel Jahwes, die goldene Menorah. Religiöses Symbol, unsterbliche Legende und bis heute Traum vieler Schatzsucher. Die Geschichte des berühmten Leuchters beginnt vor mehr als 3000 Jahren in den Wüsten des Orients. Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten spricht Gott zu ihrem Anführer auf einem Berg im Sinai. Moses erhält von Jahwe zwei steinerne Tafeln mit den 10 Geboten, so steht es im Alten Testament. Gleichzeitig ergeht der göttliche Auftrag an das jüdische Volk, Kultgegenstände zu Ehren des Höchsten herzustellen. Einen Schrein zur Aufbewahrung der Gesetzestafeln, die Bundeslade. Außerdem einen Leuchter mit 7 Armen, Symbol des Lebensbaums. Er muss, so will es Jahwe, aus mindestens 30 Kilogramm Gold gehämmert werden. Wie die Bibel erzählt, fertigen die Israeliten auch einen Tisch aus Holz und Edelmetall. Darauf sollen die Priester als Dankesgabe Brote auslegen, daher der Name Schaubrottisch. Die Heiligtümer begleiten das jüdische Volk auf seiner langen Wanderung. Mit der Eroberung des gelobten Landes finden die kostbaren Objekte eine Bleibe für viele Jahrhunderte auf dem Tempelberg von Jerusalem. Heute eine der bedeutendsten Stätten des Islam. Von den jüdischen Gotteshäusern auf dem Felsplateau blieb kaum etwas erhalten. Nur die berühmte Klagemauer hat die Stürme der Zeit überdauert. Die mächtige Wand, ein letztes Zeugnis des Prachtbaus, den König Herodes in den 2 Jahrzehnten vor Christi Geburt errichten ließ. Der heiligste Ort für fromme Juden. Das Haus Jahwes. Eines der eindrucksvollsten Gebäude der Antike. Nicht jeder Gläubige durfte seinen Fuß über die Schwelle setzen. Das Vorrecht besaßen nur die Kohanim, die Priester Israels. Sie versahen den Dienst im heiligen Bezirk mit geweihtem Öl und Räucherwerk. Jeweils am Sabbat legten sie 12 frische Brote auf dem goldenen Tisch aus. Einen Laib für jeden der 12 Stämme Israels. Der hebräische Ausdruck Lechem Panim bedeutet wörtlich Brot des Angesichts, ein Opfer für Jahwe, zum Dank, dass er sein Volk ernährt. Auch das Nachfüllen des Öls in die Menorah gehörte zum Ritus. Die Zahl ihrer Arme steht für die 7 Tage der Schöpfung. Die Flammen verkörpern das göttliche Licht, die Anwesenheit Gottes bei seinem auserwählten Volk. Außer Tisch, Leuchter und Räucheraltar standen keine weiteren Kultgegenstände im Tempel. Die Bundeslade war bereits seit dem Überfall der Babylonier 500 Jahre zuvor verschwunden. Im 1. Jahrhundert nach Christus ist Palästina eine Provinz des Römischen Reiches. Doch im Volk regt sich Widerstand. Im Untergrund operiert eine Befreiungsbewegung. Die Rebellen wollen die verhassten Römer mit Waffengewalt vertreiben. Die Provinz Judäa versinkt immer mehr in Aufruhr und Chaos. Im Jahr 70 nach Christus zieht der römische Feldherr Titus mit seinen Legionen gegen die aufmüpfige Kolonie. Am 2. August erstürmen seine Soldaten die Mauern Jerusalems.
Allein auf dem Tempelgelände fallen Hunderte von Verteidigern in verzweifeltem Kampf. Die Legionäre plündern das Haus Jahwes und schleppen seine wertvollen Schätze als Kriegstrophäen weg. Schließlich stecken die Sieger das Gebäude in Brand. Eine gewaltige Feuersbrunst vernichtet das Gotteshaus. Als ob der ganze Tempelberg in seinen Fundamenten koche, so schildert ein Zeitzeuge das Werk der Flammen. Ein Jude, der in römischen Diensten Karriere machte. Flavius Josephus. Mit seinen ausführlichen Erinnerungen an die letzten Tage von Jerusalem hinterließ er ein bewegendes Dokument der dramatischen Ereignisse. Systematisch zerstören die Eroberer die Stadt und das Heiligtum und ziehen mit ihrer Beute zurück nach Rom. Mit der Katastrophe im Jahr 70 nach Christus beginnt der Untergang des ersten Staates der Juden. So ist der Triumphbogen von Titus am Forum Romanum auch ein Mahnmal jüdischer Geschichte. Die Innenseite des mit Marmor verkleideten Baus schmückt ein weltberühmtes Relief. Soldaten schleppen den Schaubrottisch und die Menorah aus dem Jerusalemer Tempel durch die Straßen Roms. Selbst nach fast 2000 Jahren präsentiert sich der fein gemeißelte Leuchter noch mit allen Details. Akribisch genau hat der römische Künstler die Einzelheiten des symbolträchtigen Beutestücks festgehalten. Das erlaubt Spezialisten für Modellbau, die Menorah exakt zu rekonstruieren. In einem Studio bei Frankfurt am Main diskutieren die Fachleute den Nachbau des Sockels. Mit kritischem Blick überwacht ein Kunsthistoriker das Experiment. Und auch das Fiederwerk. Als Vorlage dienen Fotografien des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom. Das DAI ließ vor einigen Jahren den Titusbogen wissenschaftlich dokumentieren. Die Fabelwesen auf dem Sockel haben Historiker schon immer verwundert. Die Abbildung von Tieren auf sakralen Objekten ist nach altjüdischer Tradition verpönt. Denn viele Kreaturen gelten als unrein. Die Darstellungen auf dem Leuchter entstammen einem anderen Kulturkreis. Offensichtlich sind sie beeinflusst vom Hellenismus, der seit Alexander dem Großen griechisch geprägten Welt des Vorderen Orients. Der Überlieferung nach stiftete König Judas Makkabäus um 160 vor Christus eine neue Menorah für den Tempel. Vermutlich das Exemplar, das in Rom landete. Auch der Schaubrottisch nimmt noch einmal Gestalt an. Wollen wir mal sehen? Ebenso die beiden Posaunen, die auf dem römischen Relief zu sehen sind. Sie gehörten zum Tempelschatz, der in Depots rund um das Heiligtum lagerte. Um sie wirkungsvoll zur Schau zu stellen, montierten die Römer die Instrumente eigens für den Triumphzug an den Tisch. Auch den verzierten Rahmen können die Frankfurter Experten nach der Abbildung rekonstruieren. Obwohl das Relief stark verwittert ist, verrät es noch, dass die Tischbeine in Löwenpfoten endeten. Dass Menorah und Schaubrottisch im Tempel des Herodes standen, geriet schon bald nach dem Raub in Vergessenheit. In zeitgenössischen Dokumenten tauchen sie als Instrumente Salomons auf. Ein Irrtum, denn der weise König aus dem Alten Testament lebte 900 Jahre früher. Was mit den Geräten am Tiber geschah, erlebte Flavius Josephus ebenfalls aus nächster Nähe, denn er war mit den römischen Legionen nach Italien gekommen. Wie alle Feldherren des Imperiums feiert Titus seinen Sieg mit einem pompösen Triumphzug. Kriegsgefangene und die spektakulärsten Beutestücke lässt er der Bevölkerung in den Straßen präsentieren. Die exotischen Schätze erregten bei dem neugierigen Publikum ungeheures Aufsehen, schreibt Josephus. Die schönsten Objekte befiehlt Titus im Tempel der Friedensgöttin aufzustellen.
ein Museum besonderer Art. Dort bestaunen die Bürger Attraktionen aus den fernen Ecken des Weltreichs. Längst ist der Friedenstempel vom Erdboden verschwunden. Doch in der ewigen Stadt erinnern andere Spuren an das Inventar aus dem Haus Jahwes. Wie die frühen Christen, so bestatteten auch die Juden der Tibermetropole ihre Toten in unterirdischen Friedhöfen, den Katakomben. Viele aus Palästina vertriebene Menschen hatten sich in Rom angesiedelt. In den künstlichen Höhlen ritzten sie Abbildungen des siebenarmigen Leuchters in die Wände. Nach dem Verlust ihres Tempels erkoren die Juden die verschleppte Menorah zum wichtigsten Symbol ihres Glaubens, zum Zeichen der Hoffnung, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. Vom 4. Jahrhundert an sank der Stern des römischen Weltreichs. Italien wurde zum Spielball germanischer Warlords. Im Jahr 410 rennt ein westgotisches Heer unter seinem Anführer Alarich gegen die ewige Stadt an. Sie fällt nach kurzer Belagerung. Von der vernichtenden Attacke der Germanen wird sich die antike Metropole nicht mehr erholen. Das Schlüsseldatum für den Niedergang des Imperiums. Prokopios, einem Historiker aus dem 6. Jahrhundert, verdankt die Nachwelt die Überlieferung der Tragödie. In seinem Werk Die Gotenkriege berichtet er, dass die Eroberer Berge von Gold aus Rom wegschleppten, darunter das jüdische Tempelinventar. Der Chronist erwähnt auch die nächste Station auf dem berüchtigten Raubzug, Cosenza in Kalabrien. Die Erinnerung an Alarich lebt in der Stadt am Flüsschen Busento bis heute. Im Alter von etwa 40 Jahren sei der Anführer der Westgoten in der Nähe des Ortes verstorben und mit dem Raubgut aus Rom bestattet worden, heißt es. Der deutsche Dichter August von Platen hat dem toten Krieger ein Denkmal gesetzt. Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort, in den Wirbeln klingt es wieder, und den Fluss hinauf hinunterziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. Inspiriert fühlte sich der Deutsche vom Bericht des Jordanes aus dem 6. Jahrhundert. Die Krieger aus dem Osten leiteten den Busento um und versenkten die Leiche ihres geliebten Königs mitten im Flussbett, schreibt er. Dann lenkten sie die Wassermassen zurück und schufen so ein perfektes Versteck für ihren Herrscher samt der Beute. Seit dem 18. Jahrhundert durchwühlen Archäologen und Glücksritter immer wieder das Flussbett am Fuß der Altstadt. Aber hätten die Goten das Grab direkt unter den Augen der Bewohner angelegt? Um es dauerhaft vor Räubern zu schützen, müssen die Westgoten einen einsamen Platz gewählt haben. Davon sind zwei Schatzsucher aus Cosenza überzeugt. Sie glauben fest daran, die genaue Stelle des Alarich-Grabes zu kennen. Natale und Francesco Bosco durchstreifen seit Jahren die Schluchten am Oberlauf des Busento. In einem Berghang über dem Wasserlauf haben sie den Eingang zu einer Höhle entdeckt. Der alte Flurname des Areals lautet Rigardi, ein gotisches Wort. Es bedeutet, behandle diesen Ort mit Respekt. Ein verschlüsselter Hinweis, dass der Regent in der Grotte bestattet liegt? Die Höhlenwände weisen zumindest Spuren menschlicher Bearbeitung auf. Ebenso deutlich erkennbar, ein primitiver Altar. Eine Hinterlassenschaft der Westgoten? Natale Bosco ist noch auf andere Indizien für das verschollene Grab gestoßen.
Die Westgoten haben meiner Meinung nach im Inneren der Höhle einen Schacht in die Tiefe getrieben, dort Alarich samt seiner Schätze bestattet und anschließend mit einer enormen Menge Geröll aus dem Busento bedeckt. Also nicht unter dem Fluss, wie der antike Chronist schreibt, sondern unter dem Geröll des Flusses ist Alarich bestattet worden. Wie man hier deutlich sehen kann, besteht der Höhlenboden aus Kiesel und nicht aus erodiertem Stein, der ganz fein wäre. Die Kiesel wurden, wie ich glaube, von den Goten hier heraufgeschafft. Der Hobbyarchäologe will endlich bei den Behörden eine Grabungsgenehmigung durchsetzen. Hofft er, ähnliche Kostbarkeiten aus dem legendären Hort der Westgoten zu finden? Die einzigartigen Objekte kamen im heutigen Rumänien ans Tageslicht. Prachtvolles Geschmeide, mit dem die Germanen auch ihre Verstorbenen für die letzte Reise schmückten. Die Irrfahrt des Jerusalemer Tempelgoldes jedoch endet nicht in einer westgotischen Königsgruft. Die wertvolle Fracht zieht mit dem heimatlosen Volk weiter. Alarich hatte den Plan, nach Nordafrika überzusetzen. Aber nach seinem Tod gaben die Goten die waghalsige Idee auf. Sie wenden sich einem ganz anderen Ziel zu. Von Cosenza aus marschieren sie durch ganz Italien und dann in den Süden Frankreichs, ins Languedoc, das in der Spätantike Aquitanien heißt. Dort gründen sie ein Königreich, das sich fast 100 Jahre lang behaupten kann. Ihren kostbarsten Besitz bringen die neuen Landesherren hinter den Mauern von Carcassonne in Sicherheit. Hier lagerte der königliche Schatz. Darin befanden sich auch die Geräte des Hebräerkönigs Salomon, die außerordentlich sehenswert waren. Die Römer hatten sie einst aus Jerusalem mitgebracht, notiert Procopius. Doch weil die feindlichen Franken aus dem Norden angreifen, müssen die Goten ihre Reichtümer schon bald in verschiedenen Festungen verstecken. Vielleicht auch im einsam gelegenen Rennes-le-Château, einem der mysteriösesten Orte Frankreichs. Ausgrabungen sind verboten, warnt ein Schild am Ortseingang. Nirgendwo sonst auf der Welt hält der Tempelschatz von Jerusalem Menschen nach wie vor so in Atem wie in den unscheinbaren Gassen der 45-Seelen-Gemeinde. Die Westgoten legten den Grundstein für die Siedlung. Dort, wo heute das verwunschene Dorf steht, bauten sie einst die Burg Redel. Über das kleine Nest existieren Dutzende Bücher. Bis vor wenigen Jahren gruben dort Abenteurer aus aller Welt um die Wette, bis der Bürgermeister dem Treiben resolut Einhalt gebot. Dans le village. Im Dorf findet man überall Löcher. Die ganze Gemeinde ist regelrecht in einen Schweizer Käse verwandelt worden. Jahrelang wurde die Umgebung umgewühlt. Trotz eines Gesetzes, das Ausgrabungen im Dorf selbst seit 1965 verbietet. Und noch immer kommen heimlich Leute mit einer Karte in der Hand, die fest daran glauben, irgendwo hier in der Gegend über eine Kiste, gefüllt mit Gold, zu stolpern. Grund für die Hysterie? Ein Mann im Priesteramt, Abbé Béranger Saunière. Schon die Lebensumstände des katholischen Geistlichen regen die Fantasie an. Der Pastor kam offensichtlich zu sehr viel Geld. Er steckte es in eine großbürgerliche Residenz. Ungewöhnlich für einen Dorfpfarrer Ende des 19. Jahrhunderts, der eigentlich arm wie eine Kirchenmaus sein müsste. Als Pfarrhaus gönnte er sich eine großzügige Villa. Woher stammte das Vermögen für das imposante Anwesen mit zahlreichen Räumen im Schick der Zeit? Hatte der Seelenhirte etwa den Schatz gefunden, wie viele glauben? Oder konnte er großzügige Finanziers mit dem Versprechen ködern, er werde für sie das Versteck aufspüren? Die einzige Person, die es wissen konnte, war seine Haushälterin, Marie de Narnaud. Mit ihr verband ihn offenbar mehr als nur ein Arbeitsverhältnis. Ein Mann zwischen Bibel und Börsenkursen. Der Diener des Herrn spekulierte in Erdöl und amerikanischen Eisenbahnen. Das erregte sogar das Misstrauen des Vatikan,
Aber weder Bitten noch Drohungen aus Rom konnten Saunière bewegen, seine Geldquelle preiszugeben. Nicht nur die ungeklärten Finanzen des AB lassen Fragen offen. Auch die Kirche von Rennes-le-Château, nach den Plänen des Priesters gestaltet, gibt Rätsel auf. Sonderbar eine Anspielung auf das alte Geheimwissen der Juden. Wollte der eigensinnige Gottesmann symbolisch die Quelle seines Reichtums andeuten? Ein Dämon stützt das Weihwasserbecken. Die Skulptur stellt Asmodeus dar. In der jüdischen Überlieferung der Kabbala gilt er als Hüter verborgener Schätze. Als Saunière 1897 zum Seelsorger der verarmten Gemeinde bestellt wurde, fand er das kleine Gotteshaus in erbärmlichem Zustand vor. Der neue Amtsträger hatte damals keinen Franc in der Tasche und war gezwungen, sich Geld für die Renovierung zu leihen. Eines Tages rissen die Maurer den alten Altar ab. Dabei machten sie einen sensationellen Fund, ein verstaubtes Pergament. Ein Vorgänger des Priesters muss es versteckt haben. Seither hält das Dokument die Spekulationen über den jüdischen Tempelschatz in der Erde Frankreichs in Gang. Erklärt das Schriftstück den Wohlstand des AB? Führte es ihn zum Jerusalemer Gold? Auf den ersten Blick präsentiert sich der Text als handgeschriebener Ausschnitt aus der lateinischen Fassung des Neuen Testaments. Die Anordnung der Lettern jedoch zeigt merkwürdige Auffälligkeiten. Offensichtlich hat der Schreiber einige Buchstaben höher gesetzt. Aus den Zeilen herausgelöst und in Reihenfolge gebracht, bilden die Zeichen einen französischen Satz. Er lautet: Dieser Schatz gehört König Dagobert II. Und Zion, und er ist der Tod. Dagobert war ein Herrscher der Franken, der den Besitz der Westgoten in Südfrankreich an sich brachte. Zion ist der biblische Name für Jerusalem. Was aber bedeutet der Hinweis La Mort, der Tod? Droht er dem, der das Gold Jahwes findet? Die Botschaft, der plötzliche Reichtum des Pfarrers, der Tempelschatz und die Spuren der Goten – alles passt auf erstaunliche Weise zusammen. Im winzigen Bergnest Custosa, nur wenige Kilometer von Rennes-le-Château, scheint das angekündigte Unheil eingetroffen zu sein. Bald nach dem Auffinden des Pergaments geschieht dort eine schreckliche Tat. Und wieder ist ein Priester darin verwickelt. In der Nacht zum 1. November 1897 pocht eine Person an die Tür des Pfarrhauses. So rekonstruiert die Polizei später den Fall. Der von Natur aus misstrauische Abbé Gélis muss den Besucher gekannt haben. Er lässt ihn ein. Die beiden Männer geraten in Streit. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen dem Gottesdiener und seinem Gast konnte nie in Erfahrung gebracht werden. Tatsache ist, die Begegnung endet für den alten AB tödlich. Gründlich durchwühlt der Mörder alle Räume seines Opfers. Wonach hat er gesucht? Jedenfalls tastet er die erstaunlich hohen Mengen an Bargeld nicht an. Stammte das Vermögen aus derselben Quelle wie der Reichtum seines Kollegen Saunière? War er etwa der Mörder? Hatte Abbé Gélis mit seinem Amtsbruder aus dem Nachbarort zunächst gemeinsame Sache gemacht, ihn dann aber erpresst? Besaß er belastende Papiere, die Saunière entlarvt hätten? Spekulationen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Die Wahrheit kennt niemand mehr. Der Ermordete nahm sie mit ins Grab auf dem Friedhof von Custosa. Doch vielleicht liegt der Schlüssel zur Lösung des Rätsels ganz woanders. Jahrelang hat der britische Autor Richard Andrews in Rennes-le-Château recherchiert. Dabei ist er auf eine verblüffende Lösung für die eigentliche Bedeutung der ominösen Worte La Mort gestoßen. Well,
Meiner Meinung nach gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wenn wir die sogenannte Cassini-Karte aus dem 17. Jahrhundert betrachten, finden wir den Flurnamen La Mort. Er geriet später in Vergessenheit. Der Platz liegt gerade 2000 Meter von Rennes-le-Château entfernt, da unten im Tal, ein kleiner sandiger Hügel. Vielleicht will das Pergament nichts anderes sagen, als dass der Schatz, der einmal Zion gehörte, unter dem Hügel La Mort liegt. Kannten die beiden Geistlichen die Cassini-Karte? Identifizierten sie La Mort? Gruben sie dort das Gold aus und verhökerten es? Saunier starb 1917 in einer Winternacht. Auf dem Totenbett soll er sein Geheimnis der Geliebten Marie Dernanau anvertraut haben. Sie überlebte den Priester um fast 40 Jahre. Kurz vor ihrem Tod verbrannte sie dicke Bündel von Geldscheinen. Sie waren durch die Einführung neuer Banknoten wertlos geworden. Tauschte sie das Vermögen nicht um, weil sie seine Herkunft nicht preisgeben wollte? Löste sich in den Flammen das Vermächtnis eines Priesters auf Abwägen in Rauch auf? Was auch immer in dem französischen Dorf geschah, um die Odyssee von Jahves Gold ranken sich noch andere Geschichten. Eine Spur führt weiter nach Süden, Richtung Spanien. Über Jahrzehnte von den Franken aus dem Norden bedrängt, ziehen sich die Westgoten um die Mitte des 6. Jahrhunderts dorthin zurück. Toledo, die alte Metropole im Herzen des Landes, machen die gotischen Herrscher zur Hauptstadt ihres Reiches. In der strategisch günstig gelegenen Festung beziehen sie Residenz. Kostbare Güter lassen sie hinter den Mauern in Sicherheit bringen. Legenden malen jene Epoche in schillernden Farben. Von einem unterirdischen Palast und dem Tisch des Salomon ist die Rede. Wie kommt es, dass bei den Einwohnern von Toledo ein jüdisches Kultobjekt bis heute populär ist? Eine Geschichte, die jeder kennt. In dem Palast gab es zwei große Säle, erzählt die Legende. In dem einen befand sich der Tisch des Salomon, im anderen eine Truhe mit einer Pergamentrolle, darauf geschrieben eine Weissagung. Der Westgotenkönig Roderich, so erzählt die Sage weiter, brach die Siegel an den Toren des verzauberten Palastes, öffnete die Truhe und las die Weissagung, die darin enthalten war. Die Prophezeiung lautete, dass sein Reich untergehen werde, und das ist ja auch in Wirklichkeit dann geschehen. Vielleicht sind die zahllosen Höhlen unter der Stadt der reale Kern in der fantastischen Erzählung vom Zauberpalast tief in der Erde. Ein Labyrinth mit endlosen Gängen. Weil sie einzustürzen drohten, ließen die Behörden inzwischen die meisten Stollen zuschütten. Vermutlich nutzten die Goten die dunklen Kammern als Tresor für ihren Staatsschatz. Der Sage nach gehörte der goldene Tisch aus Jerusalem dazu. Die Menorah jedoch findet keine Erwähnung. Weit von Toledo entfernte Ereignisse geben der Geschichte eine unerwartete Wendung. Von Mekka aus tritt eine neue Religion, der Islam, den Siegeszug an und verändert das Gesicht der europäischen Landkarte. In wenigen Jahrzehnten erobern die muslimischen Araber den Nahen Osten und ganz Nordafrika. 711 setzt ein Heer unter dem Banner Mohammeds nach Spanien über. Wenige Monate später erreichen die Wüstensöhne unter ihrem Anführer Tarek die Hauptstadt. Toledo fällt unter dem Ansturm. König Roderich muss fliehen, sein Reich ist verloren. Gerade noch rechtzeitig kann er seine Schätze fortschaffen. Der muslimische Feldherr jagt mit dem Heer unaufhaltsam weiter nach Norden. Eine arabische Chronik wartet mit einer überraschenden Information auf. Tarek kam zu einer Stadt. Er nannte sie die Stadt des Tisches, weil er dort den Tisch des Salomon fand. Dank geografischer Angaben der Quelle bringt die Fahndung nach dem Ort Medina Celi ins Visier. Das Städtchen an einer der Hauptrouten des Landes eroberten die Krieger Allahs im Handstreich.
fiel den Angreifern bei der Erstürmung der kleinen Festung das Hab und Gut der Westgoten in die Hände? Hatte König Roderich auf der Flucht die Reichtümer dort zurückgelassen? Berge von Gold für die Männer aus dem Morgenland? Wenn Tareks Soldaten Kisten voller Geschmeide zusammenrafften, könnten sie auch das jüdische Sakralobjekt entdeckt und mitgenommen haben. Oder hat der arabische Chronist das Märchen vom Tisch Salomons in Toledo gehört und einfach weitergesponnen? Ist die erstaunliche Nachricht des Autors überhaupt historisch fundiert? Am obersten staatlichen Forschungsinstitut in Madrid hat sich Dr. Eduardo Manzano Moreno auf die Geschichte von Al-Andalus, dem arabischen Spanien, spezialisiert. Den Heiligen Tisch, so fand der Wissenschaftler heraus, erwähnen sogar mehrere orientalische Autoren. Es kann durchaus sein, dass die Erzählungen über Salomons Tisch einen wahren Kern enthalten. Dieser Kern ist die Existenz eines Gegenstandes, der aus dem Jerusalemer Tempelschatz stammt und den die Westgoten bei der Plünderung Roms im Jahr 410 mitnahmen. Vielleicht hörten die Araber Erzählungen, dass sich dieser Tisch in Spanien befand, oder er wurde wirklich, wofür es tatsächlich konkrete Hinweise gibt, von den arabischen Eroberern gefunden und in den Orient mitgenommen. Das Archäologische Nationalmuseum hütet die Hinweise, von denen der Forscher spricht. Es besitzt Votivkronen aus jener Epoche. Nach der Erzählung bewahrte der Zauberpalast in Toledo ebenfalls 12 solcher Kronen. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Kunstwerke einst neben dem Tisch Salomons lagen, von den Goten aber rechtzeitig versteckt wurden. Trat der Schaubrottisch hingegen noch einmal eine lange Reise an? So jedenfalls spinnen die islamischen Geschichtsschreiber den Faden weiter. Demnach lässt Tareq das Beutestück von Spanien nach Damaskus verfrachten. In der glanzvollen Metropole, der Perle des Morgenlandes, residierte im 8. Jahrhundert Kalif Walid als Herrscher über das muslimische Weltreich. Selbst die weltbekannten Erzählungen aus Tausend und einer Nacht erwähnen die Ankunft des wertvollen Objektes. Verbirgt sich ein reales Ereignis hinter orientalischer Fabulierlust? Erstaunlicherweise mitten in Deutschland lässt sich die Fährte wieder aufnehmen. Das Schloss über der Stadt Gotha beherbergt eine exquisite Handschriftensammlung. Dort lagern auch einzigartige Dokumente aus dem alten Arabien. Darunter die mittelalterliche Chronik der Stadt Mekka von Muhammad Ali Qutbeddin. Der Historiker präsentiert eine schier unglaubliche Fortsetzung der Geschichte. Ein Orientalist der altehrwürdigen Bibliothek übersetzt den arabischen Originaltext ins Deutsche. Al-Walid ibn Abd al-Malik schickte seinem Statthalter von Mekka 36.000 Dinar, damit diese zu Goldplatten verarbeitet, an die Türen der Kaaba geschlagen werden sollten. Es wird gesagt, dass der Schmuck dem aus Gold bestehenden Tisch des Sulaiman ibn Dawud entstammte. Und dieses war von Toledo in Al-Andalus fortgeschleppt worden, auf einem kräftigen Maultier. Sulaiman ibn Dawud, der arabische Name für Salomon, Sohn Davids. Sollte das Heiligtum der Israeliten wirklich in einem morgenländischen Schmelzofen verschwunden sein, um schließlich als ein Berg aus Münzen zu enden? Selbst wenn es stimmt, dass der Schaubrottisch nach Damaskus gelangte, stellt sich die Frage, ist die Zahl von 36.000 Dinaren, die angeblich aus dem Edelmetall geschlagen wurden, nicht völlig unrealistisch? Reichte das Material überhaupt für eine solche Menge an Goldstücken? Noch einmal auf Spurensuche in Deutschland. Hinter Panzertüren verwahren die Mitarbeiter des Münzkabinetts der Universität Jena seltene Exemplare aus der Frühzeit des Islam. Darunter auch einen Dinar, den einst Kalif Walid aus Damaskus prägen ließ. Wenn die Chronik von Mekka die Wahrheit sagt,
dann wären aus dem Jerusalemer Tisch Münzen von solchem Aussehen hergestellt worden. Ein Dinar bringt 4,23 Gramm auf die Waage. Für 36.000 Stücke mussten also etwa 150 Kilogramm Gold vorhanden sein. War der Schaubrottisch tatsächlich so schwer? Die einzige, wenn auch ungenaue Angabe macht Flavius Josephus. Am meisten Aufsehen erregte ein Tisch von mehreren Talenten Gold, erinnert sich der Augenzeuge des römischen Triumphzugs. Ein Talent entspricht 30 Kilogramm. 150 sind in jedem Fall mehrere Talente. Möglich, dass der jüdische und der arabische Historiker vom selben Gegenstand sprechen, dem Schaubrottisch aus Jerusalem, verewigt vor fast 2000 Jahren auf dem Titusbogen in Rom. In Mekka, dem heiligsten Ort des Islam, soll das Gold gelandet sein. Die Kaaba verehren die Moslems als Geburtsstätte ihrer Religion. Ein Magnet für Millionen von Pilgern. Einmal im Leben soll jeder Gläubige die Wallfahrt zur Stadt des Propheten unternehmen. Gold für die Tür zu stiften? Tradition bei arabischen Herrschern. Heute genauso wie zu Zeiten von Kalif Walid. Der eingeschmolzene Tisch Jabes bei den Erben Mohammeds. So endet der eine Teil der abenteuerlichen Geschichte, heißt es. Dem siebenarmigen Leuchter aber widerfährt ein ganz anderes Schicksal. In den spanischen Sagen über die Westgoten spielt er nicht die geringste Rolle. Und auch keine einzige arabische Quelle erwähnt das prominente Kultobjekt aus dem Jerusalemer Tempel. Was geschah also mit der Menorah seit ihrer Verschleppung nach Rom? Prokopios, der Chronist der Völkerwanderung, berichtet von einem zweiten Überfall auf die Metropole am Tiber. Als große Katastrophe hat sich das Ereignis in die Erinnerung der Nachwelt eingeprägt. 45 Jahre nach den Westgoten stürmen die Vandalen die ewige Stadt. Die Eroberung von 455 hinterlässt nicht nur bei den Zeitgenossen einen verheerenden Eindruck. Bis heute steht der Begriff Vandalismus für sinnlose Verwüstung. Die berüchtigten Krieger machen gewaltige Beute. Auch ihnen fiel, so Prokopios, das Jerusalemer Gold in die Hände. Nicht anders als zuvor den Westgoten. Wie erklärt sich der offenkundige Widerspruch? Klaus May sammelt seit Jahren alle Quellen zum verschollenen Schatz der Juden. Der Privatgelehrte aus Freiburg hat eine einfache Erklärung für die Ungereimtheiten in den Schriften des griechischen Autors. Bei genauem Hinsehen ist dieser Widerspruch bei Prokop eigentlich kein Widerspruch, wenn wir davon ausgehen, dass es sich um verschiedene Teile des Schatzes handelt. Die Westgoten haben sozusagen einen Teil des Schatzes mitgenommen mit dem Prunkstück Schaubrottisch. Die Vandalen haben das genommen, was übrig war, mit dem Prunkstück Menorah. Schon die Römer, so ist überliefert, hatten nach einem Brand im Friedenstempel die ausgestellten Beutestücke auf verschiedene Gebäude verteilt. Deshalb fielen nicht beide Objekte den Westgoten in die Hände. Später plünderten die Vandalen die Metropole offenbar gründlicher und entdeckten dabei die Menorah. Nach dem Raubzug bestiegen die gefürchteten Krieger die Boote und fuhren in ihre Wahlheimat zurück. Einige Jahrzehnte zuvor hatten sie sich auf afrikanischem Boden angesiedelt und das blühende Karthago zur Hauptstadt des Reiches gemacht. Schon bald tritt eine neue Weltmacht auf den Plan. Im Jahr 531 liegt der byzantinische Feldherr Belisar mit seiner Armee vor Karthago. Sekretär des erfolgreichen Generals ist kein anderer als Prokopios. Der Schriftsteller musste seinen Dienstherrn auf dem Feldzug nach Afrika begleiten. So erlebt er die welthistorischen Ereignisse aus nächster Nähe mit.
Belisar besiegt das gefürchtete Vandalenheer in einer großen Schlacht vor den Toren der Stadt. Seine Männer erbeuteten dabei die Tempelgeräte aus Jerusalem, so schreibt Prokopios wörtlich. Ein jüdisches Märchen erzählt die Geschichte in poetischen Worten weiter. Hell strahlte der heilige Leuchter Jahwes über das Meer, als er auf einem Schiff von den Gestaden Nordafrikas an den fernen Bosporus reiste. Das heutige Istanbul steht auf den Ruinen von Konstantinopel, im 6. Jahrhundert Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Über das Imperium regierte Kaiser Justinian. In seinem Palast spielte sich eine denkwürdige Szene ab. Den Leuchter, den ihm sein General präsentiert, betrachtet der Herrscher nachdenklich, wie Prokopios berichtet. Juden, Römer und Vandalen hatten einst das Gold Jahwes besessen, doch Glück hatte es ihnen nicht gebracht. Ihre Reiche gingen unter. So zögert er nicht und lehnt das einzigartige Geschenk ab. Auf Anraten eines Juden verfügt Justinian, das Gerät nach Jerusalem zurückzuschicken. Dort möge man es im Heiligtum der Christen aufstellen. Damit kann der Monarch nur die Grabeskirche gemeint haben. Dort verehren Gläubige bis heute das Grab Jesu. Über der Stätte hatten die Kaiser vom Bosporus schon im 4. Jahrhundert eine Kirche errichten lassen. Ob ihre Mauern aber jemals die Menorah beherbergten, darüber gibt Prokopios keine Auskunft mehr. Irgendwo zwischen Byzanz und Jerusalem verliert sich jedenfalls ihre Spur. Das Original aus dem Tempel des Herodes bleibt für immer verschwunden. Doch als Wahrzeichen ist der siebenarmige Leuchter unvergessen. Nahe dem israelischen Parlament, der Knesset, erinnert eine Replik aus Bronze an das Schicksal der Juden. Mahnendes Monument für die Vertreibung des Volkes. 1948 nahmen die Staatsgründer das Relief vom Titusbogen ins Wappen Israels auf. Auch beim Chanukka-Fest steht die Menorah im Mittelpunkt. 160 vor Christus hatten die Juden eine lange Epoche der Fremdherrschaft über Jerusalem beendet und den Tempelritus wieder eingeführt. Als die Priester die Menorah entzündeten, war nur geweihtes Öl für ein paar Stunden vorhanden. Doch die Flammen sollen 8 Tage lang nicht erloschen sein. Die jüdische Gemeinschaft feiert noch immer alljährlich das Lichterfest zum Gedenken an das Wunder. Jene 8 Tage symbolisieren 8 Kerzen, die mit der mittleren entzündet werden müssen. Jahwes Gold. Eine Geschichte zwischen Legende und Realität. Zwischen Jerusalem, Rom und Mekka. Eine Odyssee durch Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen. Eine Geschichte über Juden, Christen und Moslems und ihre gemeinsame Wurzel.